Mahlzeit, ihr Lieben, grüßt euch. Ja, willkommen hier auf meinem Kanal und ich nehme an der schönen 5 Gegenständen Challenge teil. Und da geht es eben halt darum, 5 ganz besondere Gegenstände zu zeigen. Einmal, jetzt kommt den neuesten, den ältesten, den teuersten, den günstigsten und ich glaube den liebsten Gegenstand zu zeigen. So, und ja, das will ich euch jetzt zeigen. Ich bin hier bei mir in der Bierhöhle. Mach mal so einen kleinen Kameraschwenk, damit ihr seht, was ich so alles angesammelt habe mit den Jahren. Und dann fangen wir an. So, wir haben so ein bisschen rumgeschwenkt. Ihr habt gesehen, was man hier alles rumgehäuft hat schon mittlerweile. Und ja, das heißt, die ganze Sache ist auch wirklich nicht ganz so leicht gewesen, wie man eigentlich meint. Und ja, da ist es eben halt auch wirklich schwierig, spezifisch auszusuchen. Aber ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zum jetzigen Zeitpunkt. Das Problem ist, jeder, der ein bisschen länger dabei ist, weiß, dass diese Sachen schwanken. Sprich, mal hat man den Gegenstand ganz lieb, mal hat man diesen und ja, das ist dann emotional gesehen eben halt so eine Sache. Ja, fangen wir mit dem ersten Gegenstand an, und zwar den ältesten. Der älteste Gegenstand oder Outdoor-Gegenstand, der sich in meinem Besitz befindet, war auch gleichzeitig einer der quasi ersten Gegenstände, die ich mir damals von, ich würde sagen, noch meinem Taschengeld geholt habe. Das war in den 90er Jahren. Ich kann euch das Jahr genau nicht mehr sagen. Und zwar, das ist dieser S-Bit Taschenkocher. Schaut euch das mal an. Da ist schon nicht mehr viel von übrig, aber das war tatsächlich einer meiner ersten Ausrüstungsgegenstände. Ich glaube sogar der erste. Bin mir nicht ganz sicher, aber das hier ist einer der ältesten Ausrüstungsgegenstände, die ich besitze. In Kombination mit einem BW-Kochgeschirr. Das hier ist auch natürlich gleichzeitig eine emotionale Bindung, weil Ausrüstungsgegenstände werden erst dann wertvoll, wenn sie auch Geschichte und Patina haben. Sprich, der S-Bit Taschenkocher, der älteste und auch gleichzeitig erste, den ich hatte. Kommen wir zu einem der günstigsten Gegenstände, die ich sehr gerne benutze. Und zwar, das ist ehrlich gesagt ein ergaunertes Big Mini Feuerzeug. Hat mich keinen Euro gekostet. Ich kann euch noch nicht mal sagen, woher ich es habe, aber ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ergo dessen auch wohlverdient ein geniales, ja, Multi-Survival-Tool, welches in jede Hosentasche passt und gleichzeitig auch tausende von Zündungen beinhaltet. Von daher auch ein sehr, sehr praktischer Gegenstand. Mein günstigster Gegenstand, ein Big Mini, welches ich irgendwoher ergaunert habe. Sehr wahrscheinlich auf irgendeiner Fete mal. Das ist schon sehr, sehr alt. Das sind noch die hier, wo noch nicht die Sicherheitsdinger dran sind. So, wir kommen zu einer Sache, die sehr, sehr schwierig war. Und zwar den liebsten Ausrüstungsgegenstand. Und da ist es wirklich, wirklich knallhart. So, und da müssen wir ein bisschen ausholen. Das war im Endeffekt, wie sich viele jetzt schon denken können, ein Battle zwischen zwei Gegenständen. Und zwar zwischen zwei Kochern. Einmal den Zwer 123R und einmal den Trangia Mini. Tja, welcher hat jetzt gewonnen? Fragen sich viele. Und da muss ich ganz klipp und klar sagen, es war eine Mischung aus,
Lange oder Länge der Benutzung und Häufigkeit der Benutzung. Und da hat ganz klipp und klar der Trangia gewonnen. Ja, Trangia, man muss dazu sagen, einer meiner ersten Outdoor-Kocher war ein Trangia. Ohne dieses Set, einfach nur der Kocher an sich, den habe ich auch noch. Es war eine Anschaffung, die ich kurz nach meinen quasi ersten Kochern, den Nesbit-Kocher und den Kochgeschirr quasi getätigt habe. Und ich muss sagen, ich habe den immer noch. Der ist im Übrigen mittlerweile in diesem Set drin. Ja, das ist emotional gesehen eben halt wirklich. Ihr seht, wie das Ding aussieht. Das hat Jahre der Benutzung auf dem Buckel. Jahre. Ein geniales Set für eine Person. Ja, hier ist der Trangia, einer der ersten, die ich hatte. Schon verbeult, läuft an, hat Patina halt, ist auch nicht mehr ganz dicht. Ja, und dessen muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man den öffnet, dass man das Zeug nicht an den Finger hat, etc. Aber das ist einer meiner liebsten Gegenstände, das Kochset Trangia. Sehr ruhig, zuverlässig, einfach, für eine Person absolut ausreichend. Ja, kommen wir zu einem meiner neuesten Ausrüstungsgegenstände, die ich gekauft habe. Und zwar, da handelt es sich um dieses Luftkissen. Schön groß. Von der Firma Trackology oder Trackology. Ist ein sehr gutes Kissen, was hier sehr gut durchdacht ist. Hat hier solche Noppen, hat hier einen schönen Gummizug, um den um die Isomatte zu schnallen zu können. Hat ein super Ventil, welches quasi die Luft hält. Und wenn man drauf drückt, kann man es dann ablassen. Wenn man wieder drauf drückt, ist die Luft dicht. Ja, ist von daher ein neuer Ausrüstungsgegenstand, den ich aber jetzt schon sehr lieb gewonnen habe. Ja, der teuerste Gegenstand, ebenfalls sehr schwierig, weil das quasi in Zahlen zu setzen ist schwierig halt. Und das dann auch quasi in Dimensionen zu setzen, ist dann auch schwierig. Ich könnte hier Zelte nennen, ich könnte hier einzelne Schlafsäcke nennen. Ich möchte aber stellvertretend die Kategorien nennen, und zwar Zelte und Schlafsäcke. Das sind die teuersten Gegenstände, die ich besitze. Ganz klipp und klar, warum ich da jetzt keine einzelnen Sachen nenne, ist der Punkt, dass das ein Gesamtpaket ist, welches zusammenwirkt. Ein gutes Shelter und ein guter Schlaf sind beides sehr wichtig für Touren, und von daher sind die Sachen sogar für mich sehr unbezahlbar. Sprich, Daunenschlafsäcke sind für mich mittlerweile an so einen Punkt angelangt, die für mich das Nonplusultra quasi darstellen. Da habe ich Schlafsäcke für mehrere tausend Euro mit den Jahren jetzt auch angesammelt. Das muss man auch jetzt, ich will hier nichts protzen etc., sondern das hat sich einfach angesammelt, aber da jetzt spezifisch einen rauszupicken, der teuerste ist, das finde ich unsympathisch. Von daher sind Schlafsäcke eben halt die teuersten Sachen, die ich besitze, in Kombination mit Zelten von Wechsel, von Expat etc., die ich eben halt benutze. Und da ist es eben halt so, dass ich sage, dass diese beiden Punkte eben halt das meiste Geld in meinem Outdoor-Bereich ja, eingenommen haben. Sind aber auch zeitgleich die unbezahlbarsten Dinge. Es gibt nichts Schlimmeres, als wie schlecht zu schlafen oder einfach nur nass zu werden, wenn man draußen ist. Von daher möchte ich diese beiden Kategorien mal spezifisch nennen. Sprich, meine Zelte und meine Schlafsäcke. So, jetzt habe ich hier ganz, ganz viel euch erzählt, ein bisschen von meinen Sachen, habe ein paar Sachen gezeigt, habe euch quasi ein bisschen mitgenommen hier mit so einer Roomtour, und ja, habt eben halt die fünf Gegenstände, die ich euch präsentiert habe, quasi genannt. So, jetzt kommen wir zum Nominieren. Ich nominiere als erstes den Marco Schnabel vom Kanal Schnabel.
Bushcraft, Denele Bushcraft. Dann des Weiteren nominiere ich den Darksiders on Tour und dann, also den Kevin, liebe Grüße, und eben halt den Simon von Kappe im Wald, mit Kappe im Wald. Das sind die Leute, die ich nominiere. So, ja, Leute, ich hoffe, das ist ein relativ kurzes Video, welches ihr euch mal eben zwischendurch angucken könnt. Das war okay für euch so. Ich finde die Challenge echt sehr, sehr cool, weil sie eben halt so ein bisschen den Werdegang von jedem beleuchtet. Und da sind immer echt schöne Erinnerungen dran, wie zum Beispiel der S-Bit-Kocher, der Taschenkocher, dann das BW-Besteck, was man sich zeitgleich damit geholt hat, das Kochgeschirr, solche Sachen, die Grundausstattung. Und ja, als solches, was soll ich euch noch sagen? Das ist eben halt echt süß und das zeigt viel eben halt, wo derjenige herkommt. Jo, danke für eure Zeit und wir sehen uns in einem der nächsten Videos, beziehungsweise wir sehen uns in einem der nächsten Videos, die ihr aussucht. Ansonsten, ich freue mich immer über ein Abo, freue mich über Kritik, freue mich über Lob. Von daher, wenn ihr Bock habt, lasst eins von den Sachen da und jetzt bis denn. Ciao.